Ja, spätestens, wenn er so eine Männerhandtasche dabei hat. Und deswegen, hi, hallo und herzlich willkommen. Nichts riskieren, abonnieren. Ja, das ist schon männlich, die anzuheben, weil da ist etliches drin. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Die Tasche selber ist von Einhell und ist eigentlich ein Schnäppchen. 15 Euro oder sowas gibt es die. Die hat außen schon einen Haufen Fächer. Da passt zum Beispiel so ein Zollstock rein oder Metermaßstab. Dann habe ich vorne noch mit drin für den schnellen Gebrauch die Elektrikerschere von Knipex. Auch ein tolles Gerät. Und natürlich was zum Schreiben, und zwar den Pika Ink Marker. Hinten haben wir schon kleine Holzsäge mit am Start von Stanley FatMax. Und ein Abisolierwerkzeug von Yokari. Und eine kleine Wasserwaage. Und zwar die Stabila Pocket Magnet von Stabila. Ja, und dann gucken wir mal, was da alles drin ist. Also die hat auch so einen tollen, wie sagt man da, Schultergurt mit einem extra Polster. Weil die Werkzeuge sind ja schwer und da hätte man noch viel mehr reinpacken sollen. Aber ich habe mal wieder die Essentials reingemacht. Dann gucken wir mal, die hat so schöne dreieckige Form und wenn man die aufmacht, die Spannung steigt, jetzt bräuchte man Trommelwirbel, Wirbel, brumm, zack, ja, was kann jeden Werkzeugkoffer, Hammer, schon Hammer und dann nochmal eine Säge und zwar von Milwaukee die Jobsaw, Sawzall, Metallsäge, also können wir jetzt heute zum Metallsägen, hämmern können wir, schneiden können wir, messen können wir, abisolieren können wir. Und dass auf der Baustelle nicht so langweilig wird, habe ich und ein Ersatzakku ist mit dabei, die Box von Einhell hier am Start. Die ist auch toll gemacht, das sind die Lautsprecher hier so geschützt vom Staub, also echt. Da haben sie echt was einfallen lassen. Dann brauchen wir natürlich noch einen kleinen Ratschensatz, zum Beispiel mein Lieblingsratschensatz, den von Farcom. Oh, Klappe und Action, die will auch mitmachen. Dann habe ich, weil man lange auf der Baustelle ist, noch einen USB-Adapter für die Akkus von Einhell mit an Bord. Kann man mal sein Handy laden. Und was auch wichtig ist, wenn es mal spät wird an der Baustelle, so eine tolle Lampe, wenn man in die Tasche reinschauen möchte. Und da habe ich jetzt so einen großen Akku, den kann man entweder mit 4 oder 6 Amperestunden betreiben. Wenn man 6 Amperestunden nutzt, dann hält der Akku nicht so lang, lebenszeittechnisch gesehen. Und wenn man nur 4 Amperestunden benutzt, dann hält der Akku halt länger, auch wenn man schneller laden muss. Also, wenn ihr jetzt neu verwirrt seid, ich bin es auf jeden Fall, dann stellt ihr das mal hierher. Dann kann man natürlich auch die anderen Aufsätze drauf machen. Ja, ganz, ganz großes Kino, finde ich, das System von denen. Dann habe ich natürlich mein beliebtes Milwaukee Cuttermesser mit am Start, dass ich was schneiden kann. Und dann zwei tolle Zangen. Einmal die NWS-Zange, kennt ihr vielleicht aus meinem Turning Tools. Und dann hier die Kraftzange. Einer der Gewinner, wenn es um Power geht. Und es hört gar nicht auf. Was ist denn da noch drin? Dazu komme ich gleich. Ja, Heißklebepistole und Akkuschrauber. Keine Heißklebepistole, Heißluftföhn, Entschuldigung, und den Akkuschrauber. Ja, der läuft, den kann man mit Schlagfunktion, mit Bohrfunktion oder mit Schraubfunktion hier vorne das Drehmoment einstellen. Der hat zwei Gänge, der hat, seht ihr hier schon, eine Leuchte. Ja, mit dem schraube ich an. Und wie gesagt, da kann man auch den großen Akku hinmachen. Schauen wir mal, das habe ich noch gar nie gemacht. Oh, das ist Premiere jetzt für mich. Wechseln wir mal hier, weil die Lampe funktioniert ja damit. Zum Beweis steigen wir mal den Heißluftföhn an. Und so, ja, schon ganz schöner Kavenzmann, aber damit kann man ja wahrscheinlich den Tag überschrauben. Und was ich da immer noch nicht gezeigt habe, ist eigentlich, der hat so viel Schmackes. Jetzt muss ich das schnell da hinten rausschrauben, mit Jabbets gleich wieder. Ich sehe es kommen. Da kann man hier noch so einen Haltegriff hinmachen. Ja, das ist ja echt cool auch. Ja. Dann kann man hier gegenhalten. Das steht vielleicht sogar oben.
Ja, maximal 13er Durchmesser, 0 bis 500 im ersten Gang und 0 bis 1800 Drehminute im zweiten Gang. Der TECD18. Ja, echt gut. Auch mit so einer Stoppfunktion und hier seitlich gummiert. Also bin ich echt glücklich mit dem Gerät, ungelogen. Und ja, dass ihr seht, dass das auch funktioniert, mache ich die Heißluftpistole auch nochmal an den Start. Gibt es zwei Stufen, sind auch Aufsätze mit dabei, kann man hier rausziehen. Ja, und der wird schon heiß. Also echt coole Geschichte, bis 350 Grad. Oder 200 Liter in der Minute macht in Stufe 1 und bis 550 Grad 200 Liter Stufe 2. Und bis 200 Liter in Stufe 2. THHA 18 LI heißt der. Lit am Beam. Und dann habe ich von Farcom noch was Cooles gefunden. Ehrlich wahr. Und zwar einen Schraubenratschendreher. Den habt ihr vielleicht schon im Disco Boy Video gesehen. Also der hat eine Ratschenfunktion und der hat da hinten. Also der ist ja, also so viel in einem. Hat noch keiner geschafft. Also der hat erstmal Bits dabei. Und die Bits, ja, die kann man hinten als Stubby benutzen, wenn man den rausschraubt. Schon mal die erste geniale Geschichte. Dann bleiben die hier alle verstaut. Ich kann die vorne reinmachen und kann den, ja, als Schraubenratschendreher verwenden. Oder ich kann den hier hinten reinmachen, da passen sogar lange Bits rein. Ja, und dann kann man mit richtig Schmackes anziehen. Das ist auch der Wahnsinn, das Gerät. Ehrlich war, da habe ich mich auch so gefreut, wo ich den bekommen habe. Den habe ich einzeln gekauft, den gibt es im Set, da ist der wieder super teuer. Aber ich habe ein paar Bits übrig gehabt und habe ja schon viele lange Bits hier. Und dann hat man eigentlich in dem Werkzeugkoffer oder in der Werkzeugtasche, in der Männerhandtasche, hat man alles dabei, was das Handwerkerherz begehrt. So kann man sich schon fast auf einer Baustelle sehen lassen. Hammer, Zangen, Mucke. Säge, Stift, Schraubendreher, Messer, Schere, Wasserwaken, Metermaß, passt. Das ist doch männlich, oder? Was sagt der Herbert dazu?